Es werden Straßen gebaut, manche sagen nicht genug Straßen gebaut. Es werden die Straßen immer voller trotzdem. Es gibt ein Umweltproblem, auch das ist angesprochen worden. Road Pricing soll teurer werden. Es gibt eine Summe an Maßnahmen und an kommunizierenden Gefäßen sozusagen. Eines ist sicherlich gegeben, wenn man sich die Studien anschaut, dass durch die teilbare Wirtschaft mehr Transport künftig kommen wird. Und wir von der Verkehrswirtschaft wollen eines haben, dass wir faire Wettbewerbsausgangspositionen haben in der EU und nicht immer geprügelt werden mit dem höchsten Road Pricing, mit Limitierungen und Verboten. Faire Behandlung, haben Sie gesagt, Herr Präsident Böttinger, wie sehen Sie das? Ich meine, ist das eine faire Behandlung, wenn Österreich, wie man es ja immer wieder auch mitbekommt, bei der Wegekostenrichtlinie zum Beispiel darauf drängt, ich glaube, ich weiß nicht, 25% oder wie viel? 25% zu bekommen. Fair ist es einfach nicht. Das wissen wir alle und ich glaube, im Sinne der Kürze darf der Herr Minister gleich darauf antworten, warum es nicht fair ist. Ich bin überzeugt davon, dass es in Europa zum Ausbau der Schiene, und das sieht man ja auch in Österreich, immer zu wenig Geld gibt. Nun, wenn man die Straße, über die Straße nicht, so wie das die Schweizer vorzeigen, mehr einheben kann beim Transitverkehr, ich rede nicht über die Steuern des flächendeckenden Lkw-Verkehrs, wo sowohl die Industriellen Vereinigung als auch mein Ministerium sehr skeptische Äußerungen abgegeben haben. Ich spreche von dem ständig steigenden Transitverkehr, der durch das Wirtschaftswachstum in den neuen EU-Ländern so angestiegen ist und der im Osten, im Westen quer durch unser Land spürbar ist. Daher, wenn man Brenner-Basistunnel und alle diese Bauwerke für die Zukunft, für die nächsten Generationen schafft, dann muss das auf der Straße verdient und in die Schiene verteilt werden. Das ist nicht deshalb, weil ich jetzt so dringend Geld einnehmen möchte, um es dem Finanzminister abzuliefern, sondern ich möchte das Geld einnehmen, um es in die Schiene zu investieren. Ich glaube, die Verkehrswirtschaft zahlt jedes Jahr rund 13 Milliarden Euro über Mineralölsteuer, Mehrwertsteuer, über Roadpricing, Versicherung. Und von den 13 Milliarden Euro gehen jedoch nur 30% direkt in die Infrastruktur retour. Das heißt, wo sind die 9 Milliarden Euro, die eigentlich sinnvollerweise in die Infrastruktur wieder investiert werden müssten? Da sind wir immer zum Haben, wenn das Geld, wo wir Steuern zahlen, auch wieder sinnvoll investiert wird. Ich mache mir schon sehr Sorgen um die ÖBB und um deren Zukunft. Das hört sich jetzt komisch an. Aber es ist uns ja sehr lieb und wert, jeden Österreicher 500 Euro pro Jahr. In dieser Legislaturperiode wird es dieses Roadpricing für PKWs nicht geben. Wir bleiben bei der Vignette. Es gibt ohnehin die Mineralölsteuer in unserem Land und es ist nicht notwendig, so wie das die Italiener oder die Franzosen oder andere Länder haben, zusätzlich für PKWs ein Roadpricing einzuführen. Daher bin ich der Letzte, der dafür ist, bei der heimischen Wirtschaft nicht auch Entlastungen vorzusehen. Ich bin für Entlastungen, indem man Forschung und Entwicklung forciert, indem man die Rahmenbedingungen verbessert, indem man zwischen den Bundesländern und der staatlichen Verwaltung vieles Unsinnige abbaut. Wer braucht diese vielen Bauordnungen quer durch Österreich? Überall dort soll man die Wirtschaft forcieren. Aber beim Transit darf man die Bevölkerung nicht alleine lassen. Wenn die Schiene attraktiver wird und diese Transporter dann in der Lage sind, dass sie mit eigenen Loks oder indem sie es gemeinsam kaufen und mit eigenen Waggons dann auf der attraktiveren Schiene ihre Ware transportieren können, dann hätten wir das Ziel erreicht und daher kann es nur dorthin gehen. Jetzt haben wir so ein schönes Land in Österreich, da fahren viele durch, aber wir schotten uns auf den Autobahnen ab. Kann man denn mit dem Blödsinn nicht einmal aufhören? Da würden wir uns viel Geld ersparen. In der Schweiz werden sehr hohe Straßengebühren verlangt und die Schweiz hat sich frühzeitig dazu bekannt, schwerpunktmäßig in die Schiene zu investieren. Da gibt es auch das Bekenntnis dazu. Die Rahmenbedingungen wurden so gestaltet. Ich glaube auch, dass wir durch das System Schweiz etwas benachteiligt sind, weil aus der Schweiz einiges nach Österreich gedrängt wird, weil in Österreich andere Rahmenbedingungen sind. Die Schweizer Bahn ist spitze, die deutsche ist gut und die österreichische Bahn ist stark verbesserungsfähig. Also ich glaube, die Bahn muss besser werden. Wir müssen dort investieren, sonst gibt es keine Alternative zur Straße.